Wir hatten olfaktorische Höhepunkte, wir hatten glamouröse Höhepunkte, musikalische. Kommen wir jetzt zu einem intellektuellen Höhepunkt, so kann man das wirklich sagen. Kommen wir zu dem ungekrönten Papst von Ostholstein. Ich denke, so kann man es mit Fug und Recht beschreiben. Hans-Hermann Tilke ist bei uns. Der mitreißende Hans-Hermann Tilke, kann man sagen. Nun, haben Umfragen ergeben, die Bayern sind die glücklichsten in Deutschland, gefolgt von den Baden-Württembergern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Wie steht es um Sie, der Sie ja aus Ostholstein kommen? Sind Sie auch glücklich? Ja, insgesamt ja. Also ich bin ja in Schleswig-Holstein. Da lebt man ja gut, da hat man alles, was man braucht. Gute Einkaufsmöglichkeiten. In erster dann mehrere Seen gleichzeitig. Und wenn jetzt noch die Rapsblüte dazu kommt, da kann man, das sind ja auch nur so Umfragewerte, die Sie da ansprechen. Mhm. So statistische Erhebungen, das ist ja da, das zeichnet ja nur das Mittel. Also wenn, da werden ja Leute auf der Straße direkt befragt, ein Mikrofon. Also zum Beispiel, wie glücklich fühlen Sie sich? Mhm. Ungefähr, also so von 1 bis 10. Und, also jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Also jetzt nicht Uhrzeit von 1 bis 10, also von 1 Uhr nachts bis zum Frühstück. Das nicht, das wissen die meisten auch, da schlafen ja die meisten durch in der Zeit. Selbst angenommen, selbst wenn Sie zum Beispiel gegen 4 Uhr morgens vielleicht sogar kurzfristig extrem glücklich waren, dann glauben Sie ja doch nach dem Aufwachen, dass Sie das alles nur geträumt haben. Das kann gar nicht eingebracht sein. Ich bewundere Sie. Woher nehmen Sie Ihre sonnige Art, auch immer das Positive so zu sehen? Ja, Sie sagen auch positiv denken. Positiv denken, das ist das. Das können Sie auch mal ausprobieren. Also, das ist, selbst wenn Sie sich über irgendwas zum Beispiel ärgern, dann können Sie sich einfach sagen, ach, irgendwozu war das ja bestimmt auch gut, was da passiert ist. Wer weiß schon, wozu das gut war? Positiv. Das mache ich nur noch. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto jetzt mal irgendwie mitten im Stau stehe, dann sage ich mir jetzt einfach, prima. Auf die Art lerne ich auch diesen Autobahnabschnitt mal ganz besonders intensiv kennen. Oder irgendwas anderes als Beispiel. Nein, das können Sie als Beispiel nehmen, was Sie wollen. Zum Beispiel, oder eine Fliege an der Wand. Fliege, da kann man sich auch schwarz drüber ärgern. Muss man aber nicht. Denn die Fliege selbst, die ist ja auch irgendwo zu, und das sind ja oft auch Eintagsfliegen. Wegen Abend hat sich die Sache ja mal von selber erledigt. Am nächsten Morgen, da denken Sie ja schon gar nicht mehr an die Fliege. Also Sie nicht aus Ihrer Sicht, also die Fliege natürlich schon, die hat ja eine ganz andere Bindung an Sie. Die hat ja mit Ihnen ihr ganzes Leben verbracht. Sie waren bei uns vor 2,5 Jahren. Mir kommt es vor, als wäre es erst vorgestern gewesen. Ich dachte, das wäre vorgestern. Ja. Ja, aber ich habe es extra noch mal nachgeschlagen, weil ich hatte mich natürlich auch in der Zwischenzeit ein bisschen nach Ihnen gesehnt. Und ich erinnere mich daran, dass wir unglaublich viele Zuschriften hatten, wo die Leute gesagt haben, woher hat dieser Mann seinen Humor? Wie machen Sie das immer? Also, ja, das war, hatte ich auch schon, also bei der Post. Mhm. Humor wurde ja bei der Post auch immer groß geschrieben. Mhm. Ja, immer noch. Also gerade wenn Kunden kommen, das ist ja auch witzig, dass man auch mal einen Witz macht, da ist die Post ja führend. Die Post hat ja auch immer für uns Mitarbeiter damals Lehrgänge angeboten zum Thema Humor und Witztechnik. Ich selbst habe auch mal an so einem Spaßaufbau-Lehrgang teilnehmen dürfen. Und der gesamte Lehrgang hieß, das weiß ich noch, Humor im mittleren nicht-technischen Postdienst. Und da wurden wir von der Pike auf geschult. Also zum Beispiel mal angenommen, wenn jetzt jemand in die Post reinkommt, also das Post betritt, dann sollte der, sagt ja zunächst mal der Schalterbeamte, guten Morgen oder guten Tag oder also richtet einen tageszeitlich bedingten Gruß an den Postkunden. Und das ist ganz wichtig, das sollte immer freundlich, immer mit Lächeln, also gleich von Anfang an. Also sobald der Kunde in den Schalternahbereich eingedrungen ist, das sollte losgelächelt werden. Und dann aber auch weiterhin. Es sollte nach Möglichkeit während des gesamten Bedienungsvorgangs durchgelächelt werden. Das war natürlich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Also für beide Seiten.
Auch für mich, als ich so ganz frisch von diesem Lehrgang kam, da war ich immer nur so auf dieses Lächeln fixiert. Da habe ich da einmal ganz vergessen, den Kunden anzusprechen. Das ging den Tag überhaupt nicht mehr weiter. Also das zog sich dann. Aber meist beherrscht man nach einer Zeit alles gleichzeitig. Da. Das war bei uns in so unserer Hauptpost. Wir haben da so 6 Schalter in einer Reihe. Da kommt man immer, wenn man da dran lang geguckt hat, ganz genau sehen, wer schon auf Lehrgang war. Also wir hatten viele Zuschriften. Es waren auch viele Frauen dabei. Und es war eine dabei, die habe ich noch mal rausgesucht. Die hat sich also wirklich, ich möchte mal sagen, die hat ihre Wünsche klar formuliert. Ich möchte das kurz mal vortragen, was sie geschrieben hat. Sie hat geschrieben: Lieber Hans-Hermann Thielke, habe Sie im TV gesehen. Sie Seerose auf dem Tümpel meiner Begierde. Sie Astloch am Baum meiner Träume. Sie sind die Natter im Terrarium meiner sexuellen Fantasie. Erlösen Sie mich, holen Sie mich nach Itzehoe. Ihre Gerda. Ja, die müssen Sie natürlich erst mal sehen. Das ist ja klar. Das ist klar. Aber bei so einer poetischen Veranlagung, also das kann doch nur gut sein. Ja, aber man hat ja auch bestimmte Vorstellungen. Also ich ja auch in allen, man hat ja in allen, was man auch macht, man hat ja immer bestimmte Vorstellungen. Also was Frauen angeht natürlich sowieso auch, aber auch in allen alltäglichen Situationen, das werden Sie auch kennen, wenn Sie zum Beispiel morgens zum Bäcker gehen, dann ja auch vielleicht mit der Vorstellung, dass sie da irgendwie Brötchen kriegen oder Brot oder wenigstens irgendwas zu essen kriegen. Ist ja nochmal, das sind noch keine überzogenen Vorstellungen. Überzogen wären ihre Vorstellungen erst, wenn sie sich sagen würden, ich gehe jetzt mal zum Bäcker und wenn ich schon mal da bin, dann macht der vielleicht noch schnell bei meinem Auto Ölwechsel mit. Oder zieht jetzt noch einen Sommerreifen drauf. Das macht er nicht. Da werden sie dann enttäuscht sein müssen. Das passiert natürlich immer wieder, dass man von seinen eigenen Vorstellungen enttäuscht wird. Dass man sich was anderes vorgestellt hat. Das ist klar. Die meisten haben sich ja ihr ganzes Leben anders vorgestellt. Ja, ja. Meist irgendwie schöner. Das ist selten, dass das andersrum ist. Dass jemand so gegen Ende seines Lebens sagt, hätte gar nicht gedacht, dass das so gut werden würde. Damals bei der Geburt. Das ist ja selten. Also ich weiß natürlich, Sie merken es schon, ich erliege Ihnen ja so langsam jetzt, weil ich natürlich... Machst schon die Handbewegung, wenn Frauen... Wenn Frauen sich ins Haar greifen dann haben sie so gut wie aufgegeben. Ja, wollen sie, du liegst quasi schon vor ihm. Ich liege praktisch schon und präsentiere meine Kehle, denn ich stehe auf kultivierte Männer und ich weiß, Herr Thielke, dass Sie sich jetzt auch der Kunst so sehr gewidmet haben und zugewendet haben. Wie kam es dazu? Also das kam auch schon von der Post. Mhm. Ich war ja, wie gesagt, im mittleren nicht-technischen Postdienst tätig, am Annahmeschalter. Und habe da natürlich auch viel mit Postwertzeichen zu tun gehabt. Also mit dem An- und Verkauf von Briefmarken. Und das werden Sie auch kennen. Auf diesen Briefmarken, da sind ja auch immer ganz viele so Kunstgemälde drauf abgebildet. Ja. Also in kleinen natürlich. Mhm. Verkleinerte Kleinkunstgemälde. Von teilweise sehr berühmten Kleinkunstmalern hergestellt. Und diese Bilder, die fand ich immer schon so toll. Also wenn ich da hinter meinem Schalter saß, die konnte ich mir stundenlang angucken. Und erst viel später, als wir mit der Post einen Betriebsausflug gemacht haben nach Hamburg, da sind wir dann nach der Hafenrundfahrt noch mal in so ein Kunstmuseum rein. Und da habe ich die Bilder dann zum ersten Mal im Original gesehen. Natürlich viel größer. Wesentlich größer, auch nicht mehr mit diesem gezackten Rahmen. Und da habe ich mir gesagt, also Kunst, das wäre was für mich. Das wäre Kunst, das ist einfach irgendwie so was ganz interessant insgesamt. Finde ich jetzt persönlich. Absolut, absolut. Jetzt sind Sie ja in dieser Funktion als Kunstsachbearbeiter, kann man das vielleicht beschreiben, viel in Heiligenhafen. Was genau haben Sie da zu tun? Also in Heiligenhafen, ich habe ja erstmal den Kunstsachbearbeiter gemacht. Ich habe 2 Volkshochschulkurse besucht zum Thema Kunst. Der erste, der hieß Von der Höhlenmalerei zum Holzschnitt. Und im zweiten, da haben wir so selber, so mit Speckstein, so Haustiere in der freien Wildbahn nachempfunden. Und für beide gab es zusammen dieses abgeschlossene Zertifikat. Und damit habe ich mich jetzt beworben in Heiligenhafen. Da findet eine große Kunstausstellung statt. Auf draußen, auf 1,5 Kilometer, da werden überall so Skulpturen ausgestellt.
Und da soll ich dann den Sommerurlaubern so klar machen, was Kunst ist. Denn die ahnen ja von nichts. Die sind ja nur zum Urlaub machen da. Die wollen ja nur Strandurlaub machen in erster Linie. Ja, ja. Baden, schnorcheln, aber einfach mal 14 Tage lang nur den Kopf in den Sand stecken, was man so macht im Urlaub. Und da bringe ich denen dann bei, wie das sich mit der Kunst verhält. Jetzt, wenn Sie so beschäftigt sind, könnte ich mir vorstellen, haben Sie natürlich überhaupt keine Zeit für Politik. Ich gehe aber davon aus, dass Ihnen die Skandale um Uli Hoeneß und Ali Schwarzer nicht entgangen sind. Ja. Steuerhinterziehung ist eigentlich auch ein Thema, das Sie interessiert, habe ich gehört. Also da liegt Ihnen auch einiges ja, ja, am Herzen. Das ist ja jetzt gerade erst überall in den Nachrichten gewesen. Mhm. Also auch auf meinem Fernseher habe ich es selbst gesehen. Mhm, ja. Da ist ja, die haben ja tatsächlich also Millionen von ihren ersparten Euros in der Schweiz auf einem landesüblichen Zwischenkonto zollfrei gelagert. Und das dürfen die nicht, das ist strafbar. Das ist ja streng genommen, ist das ja der vorsätzliche Versuch der fahrlässigen Hinterziehung. Aber deswegen muss man sich auch nicht gleich bestrafen, finde ich. Das führt auch wieder zu weit. Also jetzt finde ich übertrieben. Also denn sie bereuen das ja auch, das darf man ja nicht vergessen. Den Tatbestand der täglichen Reue. Das haben Sie ja selber gesagt, das tut Ihnen ja selber am allermeisten leid, dass das alles jetzt rausgekommen ist. Und Sie haben sich ja auch sogar selber angezeigt, das darf man ja nicht vergessen. Selbstanzeige, da ist schon was dabei. Selbstanzeige, Hut ab. Also das würde ich nicht können, glaube ich. Ich bin neulich mal geblitzt worden. Mhm. Da war ich unterwegs, also während der Fahrt geblitzt worden. Das war mit meinem Ford Fiesta. Der hatte in den Kasseler Bergen kurzfristig die Kontrolle über mich verloren. Und da habe ich mich dann auch kurz gefragt, soll ich uns jetzt lieber selbst noch schnell anzeigen? Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich habe einfach diese menschliche Größe nicht dazu. Die hatte ich noch nie. Wie Ali Schwarzer, Uli Hoeneß, diese menschliche Größe, die hatte ich einfach. Die hatte ich noch nie, schon in der Schulzeit auch schon nicht. Mhm. Mit Mathematikarbeiten damals, als mich die Bruchrechnung zum Abschreiben gezwungen hat. Also von rechts wegen. Hätte damals jede Klassenarbeit von mir mit einer Selbstanzeige enden müssen. Das rein recht. Also ich sehe schon, wir müssen Sie öfter zu Wort kommen lassen, auch wenn es um aktuelle Themen geht. Wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Machen Sie weiter so. Was sind die nächsten Pläne? Ich glaube, erstmal Heiligenhafen jetzt natürlich, Heiligenhafen. Aber morgen bei Stralsund. Im Vorpommernhof. Nein, im Vorpommernhof in Klausdorf bei Stralsund, ja, hat man die Chance, Sie zu sehen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Und Dankeschön. Wir bedanken